Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Folgt mir nach. Party! Eccolo! Direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst?
Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Weitergehen. Also, welchen Teil... Wenn du das hier überlebst, wird er... Jetzt! Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Des Gebets. Und wenn andere meine Kreationen anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun würde es sie ihm nicht auch näher bringen? Also hielt ich mich für einen Altruisten, ein Sprachrohr, einen Prediger. Hinter dir. Was könnte? Halt! Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Auf jeden Fall wie einer. Buonasera.
Volk von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Was glaubst du, wo du hinrennst? Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Er wird nicht weit kommen! Er entkommt! Was hat es noch? In der Wald, verdammt! Was willst du hier? Geh runter! Signoria wird auf den Handel mit importierter, unbearbeiteter Wolle eine Sondersteuer von einem extra Hundertstel erhoben. Die Einnahmen dienen dazu, ihr die dürft Sicherheit hier nicht sein. Auf dem Platz zu gewährleisten. Non si passa! Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung! Warum aufgeben? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind ihn. Da! Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Lasst ihn nicht entkommen! Kaum erwarten, einen Deathman in der Vorstadt zu sehen. Der Rat wurde berichtet.
Sichert diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer. Was tut ihr denn hier? Ich weiß, dass ich ihn... Was? Ich blinzle und ihr bist weg! Ihr da! Halt, Freunde! Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr... Palette. Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist... Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Du kannst nicht entkommen! Er wird uns nicht entkommen! Ich töte alle, die hier durch... Da! Auf ihn! Da! Auf ihn! Wo ist der angerannt? Vergebt mir meine Respektlosigkeit, Signore. Zeig etwas Respekt. Die Wache hat wenig Geduld. Ist doch nicht. Was für ein alberner Mann. Mein Problem. Ihr müsst uns ein paar eurer Schritt beibringen.
tun? Da! Bleib! Verstand verloren? Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Gut gemacht! Sowas habe ich noch nie gesehen. Er ist kein guter Gaukler, oder? Er hat doch was zu verbergen. Da ist er! Lazu! Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Echtes Können. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren, wo wir Handel treiben können. Heu
ist also die Grundlage unseres Lebens. Und dann ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Dinge. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach von niedrem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht, auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Bleibt dran! Ja, weiter so! Merda! Ich sehe ihn nicht! Bin hier bei euch! Ha, da! Hinterher! Schnell! Welche Richtung? Merda! Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Dieta giornata! Er sieht doch so aus! Auf ihn! Auf ihn! An mir kommst du nicht vorbei. Schneller! Lauft schneller! Dieses Mal, ey. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Welche Richtung? Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Naju, da! Da! Ergreift ihn! Ein dieses Mal entkommt er nicht. Dieser Mann ist schneller als ein Kerl. Ihr solltet nicht... Laju, da ist er! Ah, buongiorno. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein! Ihr bekommt mich nicht! Savonarola wird von eurem Verrat erfahren! Wache! Wache! Eccolo! Tempo! Savonarola ist unser Erlöser! Warum widersetzt ihr euch? Ich mag teuer. Unter ihm ist alles besser! Unter uns! Da!
Das Volk glaubt es auch. Sonst würde es uns doch nicht folgen. Das könnte unser Mann sein. Ich habe nichts getan, nur den Willen des Propheten. Bekämpft doch Savonarola. Ich tue nur meine Pflicht. Nicht in öffentlichen Gewässern. Naju, ihr geht nirgendwo hin. Das Gärten ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Naju, da! Ergreift ihn! Runter! Ora! Runter, Hund! Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich. Mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Naju, lass die nicht entkommen! Lustiges Kostüm! Agunt punitentia. Server
Echinatronis et astutias. Ut nos tuis armis muniti, semper servemur. Ab omnibus periculis, ad glorificandum te. Qui es unicus, victorie largitur. Propter merita unigenti filii, tui domini nostri, Jesu Christi. Amen. Pater noster, qui es in celis, sancti. Sicut in cielo et in terra. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Schaum! Welcher Teufel hat euch geritten? Ihr müsst die Regeln lernen. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schaum. Ich habe dringende Termine. Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Herausforderer, exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt, um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Haha! Was für ein Spektakel! Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend meiner Leute, bevor wir ihn endlich erledigen konnten. In los, erledigt ihn! Ein verdammter Tag kommt ein anderer von euch. Nonkonformisten, Unzufriedene, Revolutionäre, Rebellen. Ich habe alles gesehen und alles gehört. Nur Entschuldigungen, dass du der Rächer der Unterdrückten bist, ein Held, der die Stadt befreien wird,
Ein Rebellenführer, der ein neues Zeitalter bringt. Jetzt! Oder Freiheit. Welche Lüge soll es sein? Und trotzdem, das sind nur Schlagzeuger. Nur bereit, ihr seid alle aus dem Kampf und ihr habt derselbe egoistische Grund. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Entweder körperliche oder geistige Belohnung. Dabei, was willst du als nächste Bestätigung? Oder vielleicht Buße für eine alte Sünde? Hat dich dein Vater misshandelt? Haben dich die Kinder gehänselt? Hat deine Geliebte? Du machst einen sehr großen Fehler. Du willst mich herausfordern. Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben, Junge. Komm auf eigene Gefahr, Assassino. Ich wurde zum Kämpfen geboren. Lass sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das stimmt nicht. Tut es nicht. Ja. Du atmest noch. Pack ihn! An mir kommt niemand vor. Versuch's nochmal, Fesso. War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Was machst du? Du kaufst ihn! Ein Spektakel. Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend meiner Leute, bevor wir ihn endlich erledigen konnten. Interessant? Jeden verdammten Tag kommt ein anderer von euch. Sonst schon vermisst. Pack ihn! Deine Leiche wollte den Schein machen. Komm hier nicht durch. Ora! Na komm schon, zeig, was du drauf hast. Hast du dich verletzt, Stronzo? Wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Zuschlag, jetzt! Ausbildung, Männer!
Ich hab ihn. Ich sehe ihn. Da. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola als Herr. Warum es bekämpfen, sich verweigern? Er ist ein guter Mann, mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Stolz, Gier. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmern uns nur um jegliche Dinge. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz, Gier. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Wir scheuten vor dem Angesicht Gottes. Und warum auch nicht so beschämt, wie wir von unseren Taten waren? Darum habt ihr Schmerzen und werdet krank. Das ist die göttliche Strafe. Doch fürchtet nicht! Wenn ihr Heilung wollt, wenn ihr Rettung wollt, dann verpflichtet euch Savonarola. Tut es und ich will. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein. Ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Ich kann ihn nicht sehen.
Wo ist er? Bringt mir die Krankheit und Verwundete. Auf ihn! Gnade, Gnade, Signore. An uns geht kein Weg. Er wird nicht weit kommen. Ja. Ein paar Meter schneiden. Verdammt! Wo ist Laju? Packt ihn! Schon gut. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit ist.